Hallo Leute und willkommen zurück bei Let's Play Watch Dogs. Okay, ich würde sagen, bevor ich jetzt hier den Auftrag da mache, sage ich erstmal noch was zu den letzten vier Folgen. Und zwar gab es da ein kleines Problem mit den Audiodateien. Da muss ich sagen, merkt man Shadowplay leider noch die Beta ein bisschen. Und zwar hat es dann nämlich zwischendrin irgendwie ein bisschen rumgespackt. Ich meine, es könnte natürlich auch ein bisschen am Wetter gelegen haben. Da war es um einiges wärmer als heute. Heute haben wir angenehme 20 bis 25 Grad hier bei uns. Und in der letzten Aufnahme waren es eben bis zu 35. Und der Computer, der dreht dann natürlich auch ein bisschen hoch. Und wird ziemlich warm. Also er war so bei 75 bis 80 Grad, was für das Wetter, denke ich, vollkommen okay ist. Aber naja, irgendwie hat das Shadowplay dann nicht so ganz mitgespielt. Es hat am Ende von einer Datei einfach ein bisschen was abgeschnitten. Das ist auch, warum jetzt in einer Folge am Ende einfach was gefehlt hat. Und bei manchen anderen einfach so ein Sprung war. Und ja, ich nehme jetzt wieder mit Fraps auf, denn darauf kann ich mich wenigstens verlassen. Und ich bitte um euer Verständnis, bedanke mich schon mal dafür und wir werden jetzt der Pfand oder das Pfand hier angehen, ne? Also gut, Damien. Vielleicht hast du ja etwas übersehen. Genau da. Mist. Was ist... Hey, ich bin's. Du hast mich herbestellt. Scheiße. Mir platzt bald der Schädel. Ja? Okay, komm her. Sieh dir das an. Wer ist sie? Weiß nicht, die Datei ist kaputt. Hast du eine Idee, wie ich es abspielen kann? Da ist nichts zu machen. Du brauchst das Original. Ich lasse eine Suche über den C2OS-Zugang laufen. Genau deswegen wollte ich mit dir sprechen. Ich glaube nämlich nicht, dass er davon weiß. Damit hätte er geprahlt. Ich kenne ihn. Wer hätte geprahlt? Vielleicht eine Spur. Oder nicht. Ich muss ihm einen Schritt voraus sein. Hast du Ärger? Eine IP-Adresse? Ja, die habe ich von ihm. Kannst du die Quelle checken? Was soll das alles hier? Aiden, antworte. Ich tue nichts, bis du... Er hat sie entführt, Clara. Er benutzt meine Schwester als Sicherheit. Oh mein Gott. Der, den wir suchten? Der, Damien Branks. Ich kann nichts tun. Ich werde jetzt gehen. Wir reden später, gut? Wenn du fertig bist. Komm her. Was ist denn los? Bonsai. Los! Ich hab es! Alter Latz. Okay, wir müssen also Clara. Wo ist dein Auto? Hier lang! Naja, wo? Unsere Waffe. Ach, komm her, Digga. Bam! Das Hotelschild! Was ist mit dem Hotelschild? Ist ja schon ein Kopfschuss. Na, da hinten haben wir noch einen. Zack.
Ah, den können wir sprengen. Boom, bitch. So. Oh, jetzt gab's ein Blackout. Ach du Heilige. Nochmal nachladen. Verstärkung ist da. Die kommen von vorne. Lade. Ja, das sind sie da. Was willst du da? Sturmgewehrmuni. So. Hast dein Geld im Voraus? Wie war's mit No? Warte mal. Ah, da unten ist er. Sucht euch Deckung! Ach Gott, ey. Knack, hab ich dich. Hey, hör zu, komm raus, oder, da ist ein Sniper. Das finde ich ja nicht so toll. Mal. Zack. Wieder überlebt. Nicht schlecht. Stopp. Halt dich. Ah. Okay, wir können natürlich mal die Waffe wechseln. Alter. Zack. Na komm. Streck den Schädel raus. Okay, man merkt vielleicht Controller, ne? Brauche ich nichts zu sagen. Zack. Also, es gibt ja auch wirklich Leute, wie Mats zum Beispiel, der sagt, er kann mit Controller um einiges besser spielen. Ich persönlich kann es nicht, weil ich mit Maus und Tastatur natürlich auch nicht so der Oberpro bin, was Ego-Shooter einfach angeht. Aber ist der denn, ey? Na, da etwa müsste hocken. Ah, perfekt. Tja, wenn man nicht weiß, wohin, einfach mal. Ne. Was wollen die denn? Wer sind die? Ja, komm, steig ein. Hat mit meiner Suche nach der IP zu tun. Wer von denen? Was haben wir da gefunden? Seid vorsichtig. Oh, shit. So, für euch haben wir auch noch welche. Einen haben wir erwischt. Okay, lass mal hier. Lass mich mal da durch. Biatch. Zack. Oh.
Oh, guter Schuss. Ausnahmsweise mal. Da hinten müssen wir also hin. Müssen wir nachladen, bevor wir weitergehen. Rein ins Auto. Ich erledige das hier. Wie? Was tust du denn, Edo? Die stellen uns eine Falle. Na komm, zeig dich. Na komm. Zack. So, und jetzt klauen wir den die Kamera. Und heizen mal mit Vollspeed hier weg. Und kommen sie aus dem Umfeld des Motels einwandfrei. Clara, bist du okay? Natürlich bin ich nicht okay. Fuck. Wer bist du? Was soll ich darauf antworten? Ich weiß, wo wir in Ruhe reden können. Hier. Hier. Okay, hier also. Na dann, lass uns mal nach hier fahren. So, bevor ich da jetzt das Gespräch noch mit anhöre. Hier. Mit einem Fuß im Grab. Was? Wir sollen zum Grab fahren? Im Fernsehen zeigen sie ein Feuer im Owl Motel. Kannst du nicht auschecken wie jeder andere? Wann habe ich je etwas wie die anderen gemacht? Plaudern wir etwa? Ist so lange her, ich bin sprachlos. Genieß es, denn es kommt nicht wieder vor. Ich habe kein Netzwerk und brauche Ausrüstung. Nicht mein Problem. Du wolltest nicht im Team arbeiten. Kümmer dich selbst drum. Aber mach schnell, ich brauch deinen Kopf im Spiel. Meine Süße, dein Bruder will reden. Edith? Jack? Geht es meinem Baby gut? Er ist sicher. Wo bist du? Keine Ahnung. Es ist kalt. Mir waren die ganze Zeit die Augen verbunden. Ich habe Angst, Aiden. Das weiß ich. Und ich hole dich raus. So, ich kenne dich. Er ist nicht verrückt. Er tut dir nichts. Sei nur ein wenig vorsichtig. Meinst du, du kennst ihn? Er hat mich entführt. Dadurch will er an mich rankommen. Was? Zeit abgelaufen. Mein Gott, was hast du gesagt? Sie ist in Tränen aufgelöst. Damien, gib sie mir nochmal. Wenn du weiter plaudern willst, folgst du dieser IP-Adresse und besorgst mir etwas Nützliches. Tata. Tata. Sie ist sicher. Erstmal. Scheint kalt zu sein. Vielleicht draußen. Ich lass sie reden. Könnte ja sein, dass ich einen Hinweis finde. Okay, Aiden versucht also rauszufinden, wo sich Nicole befindet. Seine Schwester. Na gut. Jetzt müssen wir erstmal hier mit Clara oder Bad Boy. Und nun weitere Meldungen. Eine Fehlfunktion in einem Abwehrsystem soll Ursache für einen. Weitermachen. Ich weiß nicht, was die zwar hat mit uns. Oh shit, da sind wohl. Ah, zum Glück. Die fahren hier weg. Na gut, dann wollen wir uns das doch mal anschauen. Mit einem Fuß im Grab. Ja, aber das werden wir dann erst in der nächsten Folge machen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ciao.